Guten Mittag YouTube, hier ist wieder euer Tab Dingo vom Munich FPV und ich zeige euch heute den TBS Stardust. Wie schon angekündigt, gibt es heute wieder mal einen neuen Frame zu sehen, und zwar den TBS Stardust. Auf den ersten Blick nicht sonderlich außergewöhnlich, ein Unibody Racing Frame, True X Design, wenn ich mir das so anschaue. Bohrungen für 30x30 Stack, sonst nix. Und gebaut wird das Ganze mit zwei so Alubügeln, das ist auch schon ein bekanntes Prinzip. Die werden einfach hier drauf gemacht, oben drauf. Zwischendrin noch zwei Verstrebungen, dass das Ganze ein bisschen hält. Und darunter ist dann das Stack mehr oder weniger gut geschützt. Was diesen Frame jetzt so besonders macht, ist, schauen wir mal, ob man es im Vergleich sieht. Schauen wir uns mal hier meinen alten Stamina an. Und zwar hier so in diesem Bereich sieht man es eigentlich ganz schön, diese einzelnen Carbonfasern. Wer das noch nicht weiß, Carbonplatten für die FPV-Frames sind normalerweise einzelne Schichten, die man miteinander verklebt. Daraus werden dann große Platten gemacht und aus diesen großen Platten werden dann die Einzelteile für die Frames ausgeschnitten. Hat den Vorteil, dass er relativ günstig herzustellen ist, weil dieses Schneiden geht relativ flott und diese Massenproduktion von den Platten ist relativ günstig. Hat den Nachteil, dass eventuell für die Richtungen, die Kräfte bei den Koptern auftreten, die Platten nicht richtig ausgeschnitten sind, weil Carbon in einer Richtung sehr stark ist und die andere relativ schwach. Und Abhilfe soll jetzt hier das Herstellungsverfahren dieses Stardust schaffen. Man sieht schon, er glänzt so ein bisschen, die Oberfläche sieht so ein bisschen anders aus. Ich habe nur kurz zur Erwähnung die Race-Edition des Stardust. Es gibt auch eine Pro-Edition. Da ist die Oberfläche anscheinend noch ein bisschen schöner behandelt. Ist mir aber egal. Ich will nur, dass es schnell fliegt. Was ist jetzt hier anders? Also anscheinend wird hier Molded Carbon benutzt. So heißt es auf Englisch. Ist wohl auf Deutsch sowas wie geformtes Carbon. Dabei wird eine Form extra für diesen Frame angelegt. Und jetzt wird statt aus großen Platten zu fräsen oder zu schneiden, direkt in diese Form des Carbon eingepresst, verklebt und ausgehärtet. Soll den Vorteil haben, dass die Fasern immer richtig schön in die richtige Richtung stehen und dass wohl auch mehr Fasern pro Volumen sind. Gucken wir mal, auf jeden Fall muss ich sagen, wenn ich mir jetzt hier versuche, den so ein bisschen zu biegen, wird man wahrscheinlich auf Kamera gar nichts sehen. Ist auf jeden Fall das härteste Stück Carbon, das ich bis jetzt jemals in der Hand gehabt habe. Schauen wir mal, ob das sich auch in Crash-Resistenz ummünzt, weil ihr habt das gesehen. Ich habe so gesagt, es ist ein Unibody. Das heißt, wenn mir ein Arm flöten geht, dann ist das ganze Ding hin. Kann ich mir neu bestellen. Tendenziell bei Racing Frames gehen ja auch ganz keine Arme kaputt. Deswegen muss man sehen, ob sich das jetzt so bewähren wird. Gewichtsmäßig muss ich sagen, es ist jetzt nicht unbedingt so das super Leichtgewicht. Diese Platte allein wiegt 65 Gramm, mit der Hardware, die dabei ist, sind es dann 80 Gramm. Mir persönlich aber erstmal nicht so wichtig. Soll geil fliegen und soll stabil sein. Genau. Ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal die Hardware aus meinem alten Stamina. So alt ist er noch gar nicht. Aus meinem wohlgedienten Stamina hier auf diesen Stardust um. Da ist auch ein Flight Control drauf, deswegen kann es ein bisschen dauern, bis ich den 50 getuned bekomme. Fliege ein paar Runden damit und dann melde ich mich einfach von der Flugwiese wieder, wie dieses Gerät hier performt oder ob es schon in 5000 teure Einzelteile zersprungen ist. Genau. Erwähnen will ich noch, ich habe meinen bei fpvcopter.de bestellt, beim Silvio in Mering. Schaut einfach mal vorbei, cooler Laden, macht immer coole Preise, hat immer gute Sachen da und liefert sehr flott. Vor allen Dingen, wenn man hier in Großraum Bayern kommt, normalerweise vormittags bestellt, ist am nächsten Tag da. Genau. Wir sehen uns auf der Flugwiese wieder und dann habe ich hoffentlich immer noch ein TBS Stardust Teil und nicht 20. Bis gleich. My son.
Willkommen zurück. Ihr habt gesehen, DVR meines Jungfernflugs mit meinem Stardust. Ganz okay. Ein bisschen ungewohnt, weil ich Flight One auch nicht so wirklich gewohnt bin. Deswegen fällt es mir tatsächlich clevererweise schwer, genaue Aussagen mit dem Frame zu treffen. Flug ganz okay. Kann man erstmal nicht groß was sagen. Spannend wird es ja sowieso, wie er sich denn bezüglich Haltbarkeit schlagen wird. Weil das ist bei dem Unibody ja ein bisschen gefährlich, dass das Ding einfach auseinanderbricht und man es wegschmeißen kann. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ein bisschen Kritikpunkt für mich ist die Kamerahalterung vorne. Hier, vielleicht sieht man es ein bisschen. Da wird es vermutlich keine 3D-Druckmounts mit fixem Winkel geben. Das heißt, es wird so ein bisschen Schätzen angefragt, wie viel Winkel man hat. Gefällt mir persönlich nicht so. Und des Weiteren ist hier ein bisschen wenig Platz hier vorne dran, sodass ich meine Kamera nicht weiter kippen kann, was ich gerne tun möchte, weil ich eigentlich über 50 Grad fliege. Ansonsten gibt es hier noch das hässlichste 3D-Druckteil der Welt oben drauf. Tut aber seinen Zweck, von daher nehmen wir mal in Kauf, dass es hässlich ist. Ansonsten muss der Frame jetzt beweisen, was Haltbarkeit angeht. Ich habe das ja schon einiges kaputt gebracht. Und gucken mal, ob auch dieser Frame bald auf dem Friedhof landen wird. Der Stefan gibt jetzt hier auch nochmal ein bisschen Gas. Deswegen piept es auch im Hintergrund die ganze Zeit. Uns erstmal egal, wir ballen jetzt den Stardust hier ums Eck. Gucken wir mal, vielleicht gibt es auch noch ein kleines DVR-Crash-Video. Und vielleicht gibt es ja auch noch einen zweiten Teil, in dem die Stardust-Fetzen präsentiert werden. Bleibt auf jeden Fall dran. Like mitnehmen, Kommentar dalassen, wie auch immer. Bis bald. Und schaut beim Silvio im Shop vorbei. Tschüss, bis bald.